Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wolfenstein 2 The New Colossus. Wir sind auf dem Weg um Wyatt. Warum wird meine Health-Anzeige nicht geringer? Interessant. Ja, wir sind auf der Suche nach Wyatt und ich glaube, wir haben ihn gefunden. Und zwar hier hinter. Und das werden wir jetzt tun. Das Kerlchen ist heute Morgen gestorben. Hat den Käse nicht gegessen. Ist verhungert. Dahin gerafft. Wyatt. Wer? Sie. Ich spreche mit Ihnen, Wyatt. Oh, der Kleine. Ja, der ist weg. Er hat nach der Wahrheit gesucht, sie aber nicht vertragen. Also, Sie reden Unsinn, Mann. Jetzt reißen Sie sich zusammen. Wir brauchen Sie, wir brechen auf. Kommen Sie, Wyatt. Sein Vater hatte seine Zukunft schon für ihn geplant. Elite-Uni und danach ab an die Spitze des Kongresses. Hat ihn enterbt, als er zum Militär ging, nannte ihn ein undankbares Gör. Und die Mutter verfiel in diesem großen, dunklen Haus in Depressionen. Als er nach Europa kam, schluckte sie eine ganze Schachtel Pillen. Und das war's. Aus und vorbei. Ich bring sie zu Seth. Der kann Ihnen helfen. Sie sind nur etwas verwirrt, sonst nichts. Kommen Sie jetzt. Nein, 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 Wyatt. Kommen Sie schon. Wyatt. Ich bin Ihr Freund, nicht wahr? Er sah perfekte Muster, die Äste eines Baumes verschluckten. Das allwissende Weltraumwesen im Zentrum starrte ihn an. Oh, der Junge näherte sich dem Gipfel des Universums. Doch alles verschwand. Und ein riesiger schwarzer Graben öffnete sich, um alle Farben zu verschlucken, sodass er nichts sah. Er sah nichts außer diesem transdimensionalen Maul, das seine Seele verschlang. Nichts mehr hat Bedeutung, Mann. Das Ende der Menschheit. Sagen Sie, dass es ihm leid tut. Sagen Sie, dass er sie liebte. Oh, Scheiße. Was ist los mit ihm? Hohe Dosis Psychedelika und jetzt kommt's. Damals bei den Dati Shoot haben wir ähnliche Substanzen benutzt. Aber niemals hatte jemand so klare Visionen wie Wyatt. Das ist bemerkenswert. Wird er wieder? Nun, ich gebe ihm jetzt Flüssigkeit. Das dürfte ihm helfen. Ist das eine Art Türknauf-Set? Ja, oh nein, 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 Junge, nein. Was haben Sie gesagt? Wyatt, vergessen Sie nie, wer Sie sind, Mann. Und wer wir sind. Und was wir sind, Soldat. Ich fühle mich schon viel besser, Cap. Wieder in meinem Körper. Sie tragen ja immer noch Ihr Partyhütchen. Ich musste Sie K.O. schlagen. Tut mir leid. Ja, ich erinnere mich. Habe ich wohl gebraucht. Sternkarte, sagt er. Hey, Wyatt. Ja? Ich mag sie, Mann. Meine Brüder und Schwestern, hört mir zu. In weniger als 6 Stunden tritt Frau Engel, wie geplant, in der Jimmy Carver Show auf, live aus Hollywood, Kalifornien. Während die Leute im Fernsehen dieser Schlampe in den Arsch kriechen, infiltrieren wir den Ausmerzer, schalten das Odin-Verteidigungssystem aus und kapern ihr Schiff. Und dann finden wir die Fotze und erledigen sie. Was ist? Frau Grace, ich habe die Odin-Codes entschlüsselt, die Herr Blazkowicz von der Venus mitgebracht hat. Es ist nur ein Wort. Valhalla. Geben Sie es an einem beliebigen Odin-Terminal ein, um die automatischen Verteidigungssysteme abzuschalten. Gut, Sie können jetzt gehen, Regimeflittchen. Wie ich schon sagte, wir finden diese Schlampe und erledigen sie. Grace! Was?
Ich bin kein Regimeflitzchen. Richtig so. Kapieren Sie es endlich? Sie haben kein Recht, mich als jemanden abzuschauen, wenn der ich nicht bin. Der unbedeutender und weniger menschlich ist als Sie. Sagen Sie es, dass ich nicht zum Regime gehöre. In Ordnung. Okay, verstanden. Sie gehören nicht zum Regime. Richtig so. Und du? Ich liebe dich. Verstehst du das denn nicht, du Vollidiot? Und es tut weh. Es tut weh, dass du so dumm bist und mich nicht auch liebst. Aber ich werde meine Tränen trocknen und darüber hinwegkommen. Weil ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Nur mit deinem Körper werde ich im Geiste hin und wieder meinen Spaß haben. Und du kannst nichts dagegen tun, Siko. Was? Ich gehe ja schon, okay? Niemals. Bleiben Sie. Sie kommen mit uns. Sie ist aus ihrer Haut raus, ja. Sie hat gefunden, wer sie ist. Und sie ist ultra cool. In Ordnung, Sig. Sie sind die Expertin, erzählen Sie. Wir müssen uns schnell und niedrig annähern. So gewinnen wir Zeit, bevor uns das Odin-Radar entdeckt. Wenn wir uns direkt unter dem Ausmerzer befinden, müssen wir schnell senkrecht aufsteigen. So können wir die Odin-Eröffnungssalve am ehesten überleben. Mit etwas Glück sind wir weg, bevor Odin eine Rakete auf uns abfeuert. Jesus. Elektromagnetisch. Was? Wow. Macht ihr denn mit mir hier? Warte, William. Wie kommst du darauf? Warum bist du hier wieder mit bei? Du, das wird aber ganz schön stinkig hier. Ey, wir waren hier schon mal. Level Recycling. Ich hoffe, hier passiert nichts. Sigurd, wir sind drin. Es gibt 3 Odin-Leitstände auf dem Ausmerzer. 2 davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme. Der Hugin-Leitstand die Backbord-Verteidigung, der Munin-Leitstand die Steuerbord-Verteidigung und schließlich der Odin-Hauptleitstand für das Schiff selbst. Verstanden. Wie kommen wir dorthin? In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt, das die Tür zum Hugin-Leitstand öffnet. Gefunden! Die anderen Bereiche des Schiffes sind von Ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg, Anja. William, such den Hugin-Leitstand und deaktivier die Backbordverteidigung. Ich bleib hier und versuche einen Weg durchs Schiff zu finden. Deaktiviere. Wo muss ich denn hin? Deaktiviere die Backbordverteidigung. William, geh durch diese Tür. Such den Hugin-Leitstand. Ich bleib hier und suche nach einem Weg zu den anderen Bereichen des Schiffs. Na, wo ist er denn? Oh, Leute! Na. Wer fliegt denn da mal nach links und rechts? Wer ist denn das? Ich glaube, wir können weiter. Warum behält denn der jetzt seinen... Ach du Kacke.
Warum behalten wir eigentlich jetzt so unser Leben? Und zwar das intensive Leben. Okay. Wir werden hier gleich nochmal Besuch bekommen. Wir haben die ja schon rumfliegen sehen. Okay. Vorsichtig. Gleich werden wir vollends überrascht werden. Nee. Was? Wo muss ich denn hin? Da muss ich lang, okay. Ich mache erstmal. Oh, die Musik. Okay. Wo kommst du denn her? Der war doch eben noch nicht da, oder? Oh bitte, wir sind doch hier reingekommen. Wo war der denn? Einmal nachtanken, bitte. Danke. Außer Betrieb. Okay. Ich brauche was zum Schneiden. Hatte der hier was zum Schneiden? Nee, hat er nicht. Wie komme ich denn da am besten hin? Mal kurz hinsetzen anders. So, wie komme ich denn da am besten hin? Vermutlich so. Nee. Nee. Vermutlich so nicht. Okay. Ich dachte, das wäre eine Möglichkeit. Ist keine Möglichkeit. Wir müssen da lang. Guckt. Ach, warte mal. Hier oben. Ich sehe es schon. Vergesst es. So. Nochmal eine Rüstung. Oh, wir sind auf 200% und es bleibt bestehen. Das finde ich so cool. Warum auf einmal? Das war doch die ganze Zeit nicht so. Okay. Wo sind wir? Ah, der ist hinter der Glasscheibe. Vorsichtig. Vorsichtig. Keine überschnellen Bewegungen. Na? Na, komm schon. Was? Ja, aber noch. Jawohl, Handgranaten, die fehlen uns nämlich. Ein paar haben wir nämlich schon verballert gehabt. Okay, da haben wir das Limit. Da steht ja noch einer. Du bist eine richtig tuffige Waffe. Auch außer Betrieb. Ist da alles außer Betrieb? Wo muss ich lang? Da drüben muss ich lang. Okay. Ich habe jetzt rausgefunden, wenn man die G-Taste drückt, dann... da geht's auch lang. So. Da kann man wahrscheinlich rein, ne? Oder... nicht. Okay. Ja, kann passieren, kann passieren. So, kurz. Oh, da oben. Ich sehe es schon. Der Weg hier oben ist wieder frei. Da.
Mist. Mist. Okay, da unten ist Geschichte. Ja, der ist auch Geschichte. Und du bist auch Geschichte. Da drüben läuft einer. Nee. Ach, das sind die komischen... Was machen die eigentlich? Sind das Kameras oder... Ich habe das noch nicht rausgekriegt. Also die hatten auch noch keine Relevanz. Odin-Hugin-Zentrale. Okay. Das sind Kameras, ne? So, wir gehen mal ein bisschen anders vor. Okay, haben wir Limit. Ich will erstmal schauen, ob wir hier noch irgendwas haben. Okay, hier geht's hoch und runter. Da hinten ist noch eine Rüstung. Hier kann man sich auf jeden Fall noch ganz gut verstecken, finde ich. Jetzt können wir hier von der Seite nochmal gucken, ob alles frei ist. Es sieht so aus, als ob alles frei ist. So, einmal die Codes eingesackt. Und da drüben müssen wir hin. Okay. Mal sehen. V-A-L-A-A-L-L-A. Gut gemacht, William. Die Backbordverteidigung ist außer Betrieb. Komm so schnell wie möglich zurück. Ich glaube, ich habe einen Weg zu den anderen Zielen gefunden. Hoch, 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 hoch. Mann, 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 Mann. Wo? Oh, ich sehe dich. Wo ist er? Ich sehe nicht. Noch wer? Will noch mehr Stress? Scheinbar nicht. Okay, wir können hier abkürzen, wie scheint. Oh Gott. Von wegen abkürzen. Ja, was soll ich sagen? Wir müssen zurück. Also wenn wir so eine dicke Wumme kriegen, dann ahne ich ja Schlimmes. Eins. Nee, das ist keiner, okay. Hallo? Warte mal, wir gehen mal an eine andere Stelle. Ist es keiner? Doch, das ist einer. Jetzt war es einer. Warum auch immer der nicht getroffen hat vorhin. Okay, warum ist diese Waffe hier? Ich glaube, wir sollten sie mitnehmen. Denn ich befürchte Schlimmes. Vorsichtig, vorsichtig. Sieht das mal fett aus? Boah. Okay. Hier geht's nach unten. Ich glaube, wir müssen auch nach unten. Ich befürchte, wir müssen nach unten. Okay. Hier liegt Munition rum. Als ob es hier schon mal ein Gefecht gab.
Und ich meine mit Gefechten noch mehr als vor zig Folgen, ne? Vorsichtig. Okay. Da hinten haben wir einen. Ich probiere mal was. Der bleibt liegen, okay. Der Kommandant ist da oben irgendwo. Puh. Frage ist wo? Ich glaube, da steht er. Da. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Er hat nichts gesehen. Was ist das denn? Ich hab nichts gemacht. Okay. 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 Mist. Okay. Hui. Na, wo seid ihr? Kommt her. Kommt her. Kommt her. Sehr gut. Boah. Hier kommen auch noch welche. Bin ich mir ziemlich sicher, dass hier noch welche kommen, oder? Okay, Rüstung haben wir. Wir sind eigentlich wieder topfit. Super. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Hier hinten kann doch gar keiner gekommen sein. Die Tür ist doch zu. Das ist doch gemein, ist das. Aber sowas von gemein. Okay. Okay. Jetzt scheint es aber ruhig zu sein, okay? Ich gehe mal hier in Duckstellung. William, ich brauche Hilfe. Beeil dich, bitte. Okay, wir werden so schnell wie es geht, werden wir helfen. Ach, hier sind wir. Guck mal, hier sind wir vorhin nicht durchgekommen, sondern sind hier oben. Ah, ich verstehe. Nun gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Euer Firefox.